Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Let's von mir, von MJ. Und Let's Play muss ich sagen, da bin ich besonders stolz darauf, denn wurde von Schweizer entwickelt. Toll. Und die eine Person kenne ich sogar und habe nun die Chance, dieses Spiel zu testen, sogar vorab zu testen. Also ersten zwei Let's Play Folgen werden heute erscheinen, einen Tag vor dem Release. Jawohl. Um was geht es in Far Lone Sails? Nun, es geht um eine Schiffbewegung, Atmosphäre, Spiel, wie man das auch immer nennen will. Man muss durch ein ausgetrocknetes Meer muss man sich fortbewegen mit einer Maschine, die ich habe, um zu schauen, dass die laufen bleibt. So wie es aussieht, sind wir ein rotes Mädchen, der da unten steht. Natürlich werde ich gleich wechseln. Kamera. Das bin ich heute nicht bei diesem Place. Ja. Auf jeden Fall, es lohnt sich, das Spiel anzuschauen. Denn schon vorab wurde ich eigentlich ziemlich gehypt durch das Indie-Spiel. Würde ich sagen, reden, ihr Lieben, los. So, hier sind wir also im Spiel und wir spielen das Ganze mit Maus und Tastatur, wobei es aussieht, aber mit Tastatur werden. Aha, ein Briefkasten. Entschuldigung. Jetzt diesen Briefkasten. Den auch hier lassen. Aha. Was haben wir den Brief gebraucht? Und man muss schon sagen, ich finde diesen Art-Style, der gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Dieses Gezeichnete. Und dann dieses Mädchen. Wir nennen es mal ein Mädchen. Geht davon aus, dass. Ah, das ist etwas hochkommt, okay. Dann B. Kann man auch noch zu. Und hier oben kann man ja auch zum Beispiel Fahrzeug. Sofern ich das richtig weiß, von den Bildern, die ich schon gesehen habe, das dann eigentlich unser Fahrzeug ist. Aber erstmal verlassen. Aus. Auf. Auf diesem Stein ist auch ein Haus gezeichnet. Jetzt in dieser Einstellung sieht man Dorf. Hüpfen und etwas sieht. Und dann war noch
Kann man das überhaupt? Oder geht's zu Dorf, ne? Möwe. Hafend. Ach, ich mach das so gezeichnete Schwarz-Weiße und dann in Rot und nur in Tupferfarbe. Grau in Grau. Aussieht seit Ebbe. Warum hat sie ja nicht so viel Wasser, ne? Aha. Wow, okay. So, das ist also unser Fahrzeug, ne? Haben hier Dampf, die Energie. Müssen zurück in dieses Schiff. Aber wenn man draußen ist, dann auch hier den Kern. Also momentan, so wie es aussieht, volle Energien. Hat es auf sie zu bremsen. Aha. Haben wir also den. Was? Aha. Ach, das sind Energiekerne. Absolut. Also jetzt haben wir volle Energie. So, wie können wir denn jetzt? Hier passiert oder ja noch nichts. Sofort bremsen. Ach, das ist. Muss man ganz ein bisschen zusammenspielen und muss dann sicherlich Energiekerne sammeln. Also gut. Das Mädchen. Ja. Ja.
Kunden, kleine Kisten, kleine Kisten. Das ist jetzt eigentlich so das ausgetrocknete Meer. Und so gemäß der Geschichte, wir versuchen jetzt dieses ausgetrocknete Meer zu bewenden mit dieser Maschine. Ganz alleine. Einmal klein. So kriegt es ganz so nasse Füße. Wir holen jetzt einfach mal all diese her. Ei. Frage ist natürlich, jetzt könnte ich natürlich ein bisschen weiter vorfahren, wir sie nicht mehr ganz so weit tragen. Okay, das machen wir. Fahren wir etwas vor, da wir kleine Mädchen nicht so weit laufen. Schon nicht mehr so weit laufen, ne? Anhängen. Kann man hier überall aufhängen, die Kisten. Entwickler aus der Schweiz oder zumindest einer aus der Schweiz. Wenn es dann glaube ich alle aus der Schweiz unterstützen wollt. Wir haben alles erwischt. Hey, das Ding rollt ja rückwärts. Sogar ich. War nicht aufgeflogen. So verpufft natürlich enorm viel Energie. Weiter geht die Fahrt. Wir haben noch eine Reserve. Schon wieder halb. Thank you.
Anker rausgeworfen. Juhu! Ganz viel Material. Oh. Gerade hier rein. Wir stehen jetzt auch gerade ziemlich gut. Doch, danke, Jay, da hast du sehr gut angehalten. Und so wie ich das sehe, kann man das Material eigentlich nur, man muss es aufhängen, weil sonst verliert man es. Das wollen wir gar nicht erst rausfinden. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass wenn wir Kisten nicht an diese Haken machen, dann vergessen wir es. Verlieren wir sie. Nur noch eine Kiste, aber oben haben wir auch noch. Schlafzimmer haben wir auch noch. Zwei. So. Meine Frist. Ach, da hat's noch mehr. Hab ich was das verpasst? Wir müssen anhalten. Oder wir lassen jetzt mal das Schiff noch weiter vorfahren. So. Der Dampf wieder drückt es. Ah, und so mit dem Anker können wir das Schiff anhalten. Aha. So bewegt es sich keinen Millimeter mehr, ne? Und jetzt haben wir zum ersten Mal irgendein Fass. Michael Fassbender. Das auch an Haken machen? Schau mal. Ah ja, okay. Das ist ziemlich sicher gerade eine Doppelladung, oder? Kann mir gut vorstellen. Was? Lampe. So. Was? Abbinden. Hier. Komm. Schaffst du es? Es ist schon eil hier, aber du schaffst es. Wow, jetzt wird es richtig schnell hier. Ach, da haben wir eine Kiste. Wir sind kaputt im Schuss. Eimauer. Wir kommen langsam in die Richtung. Das Gute war,
waren ja schon hier. Eine Boje. Fontäne. Ah. Aber ich denke, die ersten 20 Minuten des Spiels haben schon das Potenzial aufgezeigt, dieses wirklich sehr, sehr schicken Games. Also ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr gut. Und das jetzt nicht, weil ich den Key, ich habe den Key übrigens bekommen, also von daher. Aber es gefällt mir wirklich sehr gut. Auch dieser Artstyle und so. Ja, auf jeden Fall, eben wie gesagt. Es macht sehr viel Spaß. Es gefällt mir dieses Spiel. Und aber für die erste Ausgabe ist es am Kran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die zweite Folge wird auch heute noch erscheinen. Etwas später. Aber dann geht's weiter mit War Lone Sales. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Drückt euch ein Like raus, haut einen Kommentar raus. Holt euch das Spiel. Morgen auf Steam. Zur nächsten Folge wünsche ich euch was. Ja, bis dann. Tschüss.